Marc Lüthi, heute Videokonferenz um 9 Uhr, ist das einigermaßen eine klare Sache gewesen? Ja, das ist eine klare Sache. Es war ja gar nicht mehr anders machbar gewesen, aufgrund von der ganzen Geschichte. Hat es gar keine anderen Diskussionen gegeben, dass der Sinnenclubs zum Beispiel im Exil spielen oder was auch immer? Nein, ich glaube auch, wenn man sieht, rund um Europa, wo alles abgesagt wird, es ist im jetzigen Zeitpunkt nicht mehr opportun, weil irgendwann in der nächsten Zeit wird der nächste Kanton kommen und insofern, ja, es ist wie es ist. Mein erster Gedanke war, als man die 10 Tage verschoben hat, dass eigentlich das Zeit ist, die man jetzt gut brauchen und sofort loslegen. Auf der anderen Seite hat man jetzt auch einen guten Schnitt nach Ende Qualifikation. Ja, ich glaube, es ist wie es ist. Wir müssen gar nicht gross hinterfragen. Es ist ja eigentlich eine behördliche Anordnung im Kanton Tessin. Und insofern muss man auch nicht das Gefühl haben, wir können jetzt eben irgendetwas übertreiben, weil der nächste Kanton wird kommen. Was sind die nächsten Schritte jetzt für euch spezifisch, für SCB spezifisch in der Planung? Ja, auf der einen Seite gilt es, sportlich die Saison abzuschließen und sofort nahtlos weiterzumachen mit der Planung für die nächste Saison. Wir haben noch 2-3 Pendenzen. Aber unsere Gedanken sind im Moment auch sehr stark beim ganzen Eventbereich, wo wir leben auch von Anlässen, die im Stadion stattfinden. Da haben wir jeden Tag 3-5 bis Ende März alles abgesagt. Ja, ihr habt offene Pendenzen auf der Trainerposition zum Beispiel. Nehmen wir an, der Trainingsbetrieb wird wahrscheinlich weitergehen bis zu der Weltmeisterschaft oder bis zur allfälligen Absage von der Weltmeisterschaft. Wie ist das? Nein, im Moment werden wir einstellen. Selbstverständlich mit der Möglichkeit für Nazi-Spieler, dass die sich fit halten können. Aber was, wie, wo im Detail, das wird jetzt die Nationalmannschaft entscheiden, wie sie weitermachen wollen. Ist das heute in dem Fall das letzte Training gewesen von der Mannschaft? Ja, so wie ich gehört habe, das ist eine Sache vom Sportchef und dem Rolf Bachmann. Und die werden jetzt die entsprechenden Massnahmen machen, aber ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr auf die Eis gehen.